In diesem Video zeige ich meine Top 5 höchsten Brawler, die ich im Brawl Stars gepusht habe. Auf Nummer 1 fangen wir auf jeden Fall mit Max auf. Ich habe Max auf 930 Trophäen eigentlich gepusht, aber danach habe ich ihn ein bisschen gedroppt. Auf jeden Fall, deswegen ist Max auf Platz Nummer 1 mein allerhöchster Brawler. Auf jeden Fall, ich habe ihn in Duo gepusht mit Mr. Ness. Wie die meisten schon in meinen Livestream gesehen haben, habe ich ihn auf 900 bekommen. Auf jeden Fall, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Das war einfach ein nicer Moment. Auf jeden Fall, das war sehr, 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 sehr wild. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu Platz Nummer 2. Auf Platz Nummer 2 haben wir auf jeden Fall Tara. Meine Tara war auf 825 Trophäen, aber danach habe ich die richtig hart gedroppt. Wie ihr schon sehen könnt, ist sie auch schon wieder auf 750. Auf jeden Fall, das ist sehr, sehr schade. Ich habe sie auf jeden Fall auch in Duo gepusht. Und ja, ich habe halt viele Brawler sozusagen in Duo gepusht. Ich habe gerade mal 2 bis 3 Brawler oder so in Brawl Ball auf jeden Fall auf 25 gemacht. Und ja, ich würde sagen, Leute, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu Platz Nummer 3. Platz Nummer 3 haben wir auf jeden Fall Colt. Mein Colt war auf jeden Fall auf 824. Ich habe ihn in Duo gepusht mit Mr. Ness auf jeden Fall auch. Aber dann kam es zustande, dass ich ihn auch gedroppt habe. Und ich habe ihn jetzt auch auf 750 wieder wegen Takedown. Aber ich werde ihn nochmal probieren, diese Season auf 800. Sollte eigentlich nicht so schwer sein. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu Platz Nummer 4. Platz Nummer 4 haben wir auf jeden Fall Mr. P. Er war auf 817 auf jeden Fall. Ich habe ihn in Duo gepusht, aber ich habe ihn einmal richtig hart gedroppt. Dann habe ich ihn in Knockout wieder auf 800 gepusht auf jeden Fall. Deswegen könnten wir sozusagen sagen, dass ich ihn in 3 gegen 3 gepusht habe. Ja, weil ich habe ihn zweimal in Knockout gepusht und ich würde sagen, Leute, wir kommen jetzt auf jeden Fall zum letzten Platz. Auf jeden Fall auf Platz Nummer 5 haben wir Leon. Er war auf, glaube ich, ungefähr 810 Pokale oder so auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich habe ihn auch in Duo gepusht. Ja, ich habe fast alle Brawler in Duo gepusht. Und ja, auf jeden Fall, mein Leon war auf 810, den habe ich natürlich auch jetzt gedroppt. Auf jeden Fall, ich habe richtig, richtig viele 800er auf jeden Fall diese Season gedroppt, aber ich werde auf jeden Fall probieren, sie wieder irgendwie hoch zu erspielen oder nächste Season sie wieder zu pushen. Auf jeden Fall, das waren meine Top 5 höchsten Brawler, die ich im Brawl Stars habe. Und auf jeden Fall, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Es war ein kleines Video, ich weiß, aber ich probiere die nächsten Tage wieder längere Videos hochzuladen.